Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Okay, weiter geht's mit Seamless Co-op Elden Ring und Jack FromSoft. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Gute Jack, wie man in Frankfurt sagt. Moin, moin, Eddie. Da ist der Jack mit seinen sexy blauen Haaren und dem Tanga. Yes. Du bist ja so gut in der Session. Ja, du bist so gut auf in dem Spiel, dass du ja tatsächlich, Rüstung ist ja für dich eigentlich nur aus Style-Gründen. Rüstung ist Mythos für mich, ja, in Elden Ring auf jeden Fall. Aber dafür stirbe ich ja sehr oft. Ja, aber ich mag das einfach wegen der Bewegungsfreiheit ein bisschen mehr. Mhm. Aber freue mich, Eddie, dass wir uns heute an diesem neuen Tag zusammengefunden haben. Ja, genau. Es freut mich auch sehr, dass wir endlich hören und sehen, sehen nicht, aber hören wir uns wieder. An dem Typen habe ich unzählige Waffen getestet übrigens. Das war so mein... Ja, das ist der Test-Dummy, ja. Ja, das ist wirklich mein Test-Dummy. Ich bin immer hier ans Grace, habe dann die Ashes of War getestet, gewechselt, dann zu dem hingeguckt, was die Damage machen und zurück und so. Ja, absolut. Warte mal, Eddie. Genau, wir wollen den Boss machen, haben wir gesagt. Genau, passt. Ja. Godric. Da unten liegt aber nur eine goldene Saat. Wollen wir uns die holen zuerst, ne? Ah, okay, scheiß drauf, gehen wir rein. Rein da jetzt. Aber die Zwischensequenz lassen wir laufen. Absolut beste Frequenz. Die Leute fragen, wie du aussiehst. Jetzt musst du sagen, wunderschön. Wir österreichischer, indischer Türke. Ja, wirklich? Ja. Also hast du türkische oder indische Wurzeln? Na, ich schaue trotzdem so aus. Eddie, auf Discord siehst du ja mein Foto, ne? So schaue ich halt aus. Das ist mein Discord, wenn wir da chatten. Das bin ich auf dem Foto. Also ich schaue halt aus wie eine Mischung aus Türken. Ja, Topmodel siehst du aus. Du siehst aus wie so ein richtiges Topmodel. Du siehst auf jeden Fall nicht aus wie ein Elden Ring-Experte. Sind die alle schier, oder was, die Elden Ring-Experten? Nee, aber so generell würde ich jetzt, wenn ich dich auf dem Foto sehe, würde ich jetzt nicht als erstes denken, dass du 4500 Stunden Elden Ring hast. Ja, das. Wie gesagt, österreich-indischer Türk, aber... Österreich-indischer Türke, das mag ich. Ja, genau. Okay, let's go. So, Godric, ich liebe diesen Boss, Mann. Wir machen sehr schlechten Damage. Ja. Habe ich auch gerade festgestellt. Boah! Ich habe auch schon lange nicht mehr gegen den gekämpft, fällt mir gerade mal so auf. Alle meiner Lieblingsbosse, S-Tier. Komm, Stagger. Mach ihn stark. Ja. Ah, einfach episch. Oh, Mann. Wie ist die Draht, der Hurensohn? Alter, was der für eine Reichweite hat, das habe ich ja wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Oh, ich kann gar nicht mehr meinen Special Attack machen. Oh, ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Na, bist nicht. Boah, das war aber knapp, ey. Jetzt haut er sich richtig rein. Die Cutscene ist so mega. Richtig, hast du das gewusst, Ede? Das ist Miyazakis Lieblingsboss aus Elden Ring. Nee, wusste ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Godric ist der absolute Favorite-Boss. Dann kann ich mit ihm auch Basketball spielen. Spielst du Basketball? Na, ich bin zwar relativ groß, aber ich spiele nicht Basketball. Okay, das wird hier gerade gesagt. Ach so, weil du so groß bist. Also. Ja. Silver ist noch. Hast du durchgeblickt bei der ganzen Lore, wer mit wem verwandt ist und wer der Thron, welches Kind von wem und so? Ich blick da nicht mehr durch. Die Familienbäume von Elden Ring. Also ich hab da zwei Favorite-Lore-YouTuber, das ist der Spell und die Kochanje, das sind zwar Freunde von mir, die machen Elden Ring-Lore und die kennen sich doch richtig gut aus.
Oh, komm, gib ihm, gib ihm. Ah. Ein Träumchen, ein Träumchen. Oh, ja, diese verzögerten Attacken immer, ey. Ich hasse es wie die Pest, ey. So lange ausholt, ey. Yes, 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 yes. Es ist so episch. Ich liebe dieses. Ich liebe Miyazaki. Ja. Die Musik auch. Da. Die Musik ist so episch. Ja. Weg, 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 weg. Oh, der ist böse. Achtung. Oh Mann. Ich habe keine Health. Der ist böse. Mehr. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt bin ich tot wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Ist ich bin tot? Tot, ich bin tot. Hanna weg, Hanna weg. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Flask mehr. Du hast da nichts mehr. Da kannst du hinlaufen, wenn er das macht. Direkt zu ihm, das trifft dich nicht. Oh, fuck you. Yes! Danke, Ede, für diesen Tod. Das ist der epischste Tod. Den Grab hatte ich nicht mehr. Niederlage. Der ist geil, ja. Das darf uns nicht passieren. Was sind wir für Noobs? Das darf nicht passieren. Na, aber im Korb ist das einfach so unkontrolliert. Siehst du, er bewegt sich zu mir und dann dreht er sich kurz um und macht die Combo dann zu dir. Das ist. Darum ist Korb für mich oft gar nicht so leicht, weil einfach der Boss so random mitten im Angriff seine ganze Richtung ändert. So. Na. Anton, moin. Wieso ist da keine Musik? Bei mir ist Musik. Okay, jetzt da, ja. Hast du? Schnell, 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 schnell. Yes. Ja. Achtung, der trifft dich, der trifft dich. Das hittet nämlich, das ist voll fies, ne? Wenn sie dir die Hand abpackt und du stehst davor, trifft er dich. Oh, gerade habe ich getrunken, ey, du Sau. Ja, ja. Hey, Tachi, moin. Bist du weg, Eddie, oder was? Da lebst du ja noch, okay? Ja, ich bin da. Okay. Oh Mann! Ey. Schau, wie ist der Draht? Komm, gib ihm. Schaffst, schaffst, schaffst. Yes. Ich liebe es. Oh, was geht durch den Stein? Was für ein Dreck. Ja, das ist ein bisschen beschissen. Fuck you! Wir machen ihn nochmal. Ich lass mich töten. Ey, mach ihn doch. Doch, doch. Na, passt schon. Oh, dieser Jump am Ende. Ja, ja.
Hey Zipper, guten Abend. Hey, schön, dass noch so viele Leute am Start sind, Freunde. Ehre, Kuss, Kuss. Und sorry, dass wir heute so wenig am Chat eingehen können, Freunde. Bei Koop ist das gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht. Der Eddie und ich müssen uns ja professionell zusammensprechen, wie unsere Taktik ist. Ja, wir müssen uns hier ständig kommunizieren. Ja. Es ist. Ja. Genau, richtig. Es ist ja professionell hoch 10. Wir üben ja für unseren No-Damage-Koop-Run. Genau. Ehre, Loki. Ihr Freunde im Chat, habt ihr irgendeine Frage an Ede? Oder ich glaube, in Ede nervt es ja wahrscheinlich voll, oder? Nee, Alter, mich nervt das nicht. Alles gut. Ich war in meinem Leben nicht mehr, frag meinen Chat. Wenn irgendwer eine Frage an Ede hat, ich richte es ihm gern aus, meine Lieben, ne? Nein. Yes. Wunderbar. Bam! Ja, nicht getroffen. Nein, der Wind ist so besser. Geh weg doch! Nein, ich hab die falsche! Du schaffst das. Boah, das war knapp, Alter. Ich liebe diesen Boss von der Optik. Ich kann mir nicht helfen. Eigentlich, wenn ich mir jetzt zweimal einen Hit gebe, müsste er gestaggert sein. Bin ich gespannt jetzt. Zweimal. Eins. Und zwar. Da ist er. Na. Ich soll dir sagen, du bist sympathisch, weil du Armored Core magst. Ja. Ich will aber auch. Ich mag alles von FromSoft deshalb. Ich kann euch versprechen, der Eddie mag Armored Core vielleicht an 7., 8. Stelle von From Software. Aber das ist trotzdem immer noch mehr als alle Uncharted-Teile. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ja, komm, ja. Oh. Weg da. Jupp. Alter, das Range-Ding. Ich glaube, wir kriegen jetzt einen Stagger, glaube ich. Yes, mach ihn. Okay, mach ich. Du. Bam. Ah, wunderschön. Jetzt machen wir ihn fertig. Jetzt machen wir weg, ja. Alter. Der Boss schaut so geil aus. Rest in peace, Gotti. Ich soll Eddie fragen, was er von Metal Gear Solid 2 hält. Ja, das ist natürlich... Warum ist dieser Insider, oder was? Ja, ich hasse Metal Gear Solid 2. Ich finde das richtig scheiße. Das ja, die sind fies einfach, ja. Das ist ein richtiges Drecksspiel. Aber ich bin auch kein ich bin auch wirklich kein Fan von... Wie heißt er? Bitte sag, dass du kein Kojima-Fan bist. Ja, Kojima, genau. Ich weiß nicht, den Eddie, Namen. Best Friends Forever. Ich finde Kojima so overrated, Mann, Alter. Absolut. Ja. Komplett der. Ich finde, der macht ja, der hat ja auch mal ab und zu mal ganz nette Ideen, aber der Hype, also dass der so der angesehen wird als der größte Typ in der Videospielbranche. Ja. Während Miyazaki kennt immer keiner. Mit der Meinung. Kompletter Quatsch. Ja. Und ich mag das einfach vom Kojima nicht, bei jeder Show kriegt er seinen eigenen Mega-Auftritt. Ja, und so Miyazaki ist immer so zurückgezogen und er möchte immer so ein Rampenlicht. Ich finde den komplett overrated. Ist wirklich. Auch ein kompletter Narziss. Also immer ist alles Hideo Kojima bei Hideo Kojima, Kojima Productions Presents, Kojima Picture directed by Kojima, written by Kojima, played by Kojima. Kojima. Mann, halt doch einfach mal die Fresse, ey. Der soll einfach mal einen Hollywood-Film machen und mich nicht nerven mit seinen lame Videospielen und den epischen. Die sind echt lame. Dann Metal Gear Solid-Dialoge sind unter Rambo-Dialogen und alle feiern. Ja, du kriegst so gut, das zu hören. Ich kriege immer so den Hate, wenn ich sage, ich finde Kojima überbewertet, aber er ist einfach.
Ja, Herz gebrochen, Silvers noch. Eddie, weiß nicht, ich habe jetzt das von Gottrick, das Echo habe ich einfach gefressen. Es gibt 25.000 Runen, ich brauche es nicht. Ich weiß nicht, ob es das da frisst. Ich fresse es auch. Ich mache alles, was du machst. Yes. Ja, dann kannst du ein bisschen leveln. Weil da gibt es nur so eine Axt dafür. Hex, was geht's? Machst du das jetzt erstmal alles in Vitality oder in was ballerst du das? Also, ich habe aktuell 30 Kraft, 20 Kondition und 35 Stärke. 20 Kondition und was? Wieso hast du 30 so Kraft? Seelen? Ich bin in Stufe 42 und du? Ich bin auch 42. Ich habe 28, 11, 15, ja. 23, 13 Decks. Also ich habe halt Decks noch. Du hast ja, Decks noch, ja. Von Standard halt schon gelevelt war. Und Arcane hat er halt, Standard. Der hat halt 14 Arcane, was halt kompletter Quatsch ist. Arcane ist gar nicht so schlecht, weil Arcane erhöht die Drop Rates, gell? Ja, und Blood Damage auch. Also, genau, und wenn du farmen willst, hast du mit Arcane mehr Drop Rate halt, ja. Hey, ich nehme jetzt ganz kurz auf WC, ja. Wenn es passt. So eine Minute, bin gleich wieder da, gell? Ja, ja, easy. Mach. Okay. Gucken wir uns mal an, wie der Jack hier aussieht. Das ist übrigens 1:1 importiert, also das sind keine Dark Souls Modelle, sondern so sieht tatsächlich Jack FromSoft aus. Ist auch mit den Originalklamotten, so sitzt er jetzt auch gerade vor seinem PC, deshalb hat er auch die Kamera aus. Wenn er da daheim kommt, dann muss er aber auch genauso ins Studio kommen. Der wird genauso kommen. Das Twitch nicht wegbannt. Naja, guck mal da mal. So einen schwarzen Balken vorne hertragen. Hat auch sein linkes Bein ist auch so leicht transparent. So, guck dir an, wie geil dieses Spiel einfach ist. Fun Fact, die Technik dahinter heißt übrigens Tivering, zum Thema hier transparent werden. Wenn du die Kamera ganz nah an ein Objekt hältst, dann wird es quasi nicht transparent, sondern die Pixeldichte vergrößert sich. Dann kann man durchgucken. Ja. Willkommen. Cool. Hello. So, hello. Bin ich der Einzige, der hier ein Gesicht sieht, hier rechts? Das ist doch quasi so ein Cartoon-Gesicht. Ein Frosch oder sowas. Hier rechts über mir, also über mir jetzt hier, wo ich stehe. Wo stehst du, Eddie? Wie soll ich es beschreiben? Abkommen. Hinter dem aufgespießten Drachen. Ich komm. Ja. Ich bin Frosch. Hier. Ich will auch einen Frosch sehen. Vielleicht ist das das eine ungelüftete Geheimnis, was der Miyazaki gesagt hat. Siehst du nicht? Das Gesicht da in der Wand? Zwei Augen und ein Mund? Es ist echt das. Das ist ein Frosch. Ein Frosch? Der hat sogar ein Steinhals. Das ist kein Zufall, ich sag dir, es ist kein Zufall. Bei Miyazaki gibt es keine Zufälle. Nein, das ist die Lore von Froschkönig im DLC. Mhm. Geil. Also, Eddie, was hast du Bock jetzt? Ja, wir wollten ja einerseits diese Axt holen oder. Ach nee, wir haben gesagt, wir bleiben beim Claymore. Wir können beim Claymore. Aber wir können diese Lion Claw machen für besseres Scaling. Die Lion Claw, die holen wir und, warte, wir können jetzt daher porten und zwar bei. Wo war denn das jetzt? Warum ist da. Warte mal, bin jetzt deppert. Wir haben doch das aktiviert, wo wir den Löwen bekämpft haben. Was haben wir aktiviert? Die Gnade, oder? Wo wir den Löwen bekämpft haben. Also, wir kennen jetzt den Editor. Am Tor meinst du? Okay, dann holen wir ihn. Na, da, wo wir den Löwen gerade bekämpft haben. Am Tor, beim Tor unten, ja? Ja, beim Tor, ne, da haben wir, glaube ich. Obwohl, doch. Das ist die hier. Auf Turmbrücke. Liftside Chamber. Turmbrücke von Limgrave hast du, Eddie. Turmbrücke von Limgrave. Ja. Auf Deutsch. Da können wir her. Da können wir jetzt Godrics Rune aktivieren. Und solange wir nicht sterben, haben wir da 5 Punkte mehr in jeden einzelnen Stat von alle Stats. Aber wieso sollten wir sterben? Ich hätte eigentlich geglaubt, dass du begeisterter bist, Eddie, muss ich sagen. Ich hätte mit einer anderen Reaktion gerechnet. Komplette Stille. Ja, 5 mehr. Nee, das ist super. Das ist krass.
Das ist richtig. Wir doch noch hinten. Ach, wir können nicht reiten hier, scheiße. Na, schaut, okay, dann können wir nicht retten. Aber wir können die Riesen bekommen, die was da herumgängen. Weil die droppen ab und zu eher einen Bogen und der Bogen ist mega gut. Das ist der erste. Jo. Oh. Im Bauch. Ja, bist schon da. Sorry. Sorry. Ja, nein, 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 alles gut. Oh, der zweite der kommt, immer, Achtung. Ja. Gehst du gleich zum zweiten? Ja. Aber der hat mich gerade erwischt. Das kann ich machen. Okay. Kannst du mal nicht erklären? Alter, wie schnell hast du den denn gestunt? Es war, weil du ihn schon bearbeitet hast. Oh, der schießt von hinten. Eddie, warst du wirklich... Alter, die Sau. Voll erwischt. Hä? Was das wirklich mal witzig war, was wir zocken konnten, Eddie, echt ein Randomizer. Ja. Machen wir beim nächsten Mal. Du musst halt echt hoffen, so, dass du die Waffen, coole Waffen findest und so, ne? Aber du kannst halt auch richtig Pech haben und kannst halt natürlich auch richtig Glück haben. Also, dass du irgendwas findest, was dich direkt von Anfang an imbar macht. Absolut, ja. Du kannst zum Beispiel als erstes Item das Mondlichtschwert finden, weißt? Mhm. Also krasse Waffen, das ist halt so, ja, ist halt random, es macht aber auch mega Spaß. Frosty, moin. Alter, was ist denn mit dem? Schön, nicht schön. Hinfallen. Er hat was gedroppt. Ah, da haben wir den Bow. Great Bow, Golden Great Bow. Hast du nicht? Ah, das ist da liegt er, ja. Das ist mir. Also, ich hab nur einen Großpfeil gekriegt, Alter. Ich hab auch den Bogen. Willst du den haben? Soll ich den droppen? Nein, ich brauch ihn aktuell nicht, aber für Stärkebild ist der mega. Mega. Was braucht man für Stats für den Bogen? Kann vielleicht der Eddie schnell nachschauen, Miguel, was man braucht. Ich glaub so Stärke und. Moment. Ich hab wirklich nicht gekriegt, ja. Hast du diese Ark Thrones? Dings, Mod gespielt? Ja. Einmal habe ich es gespielt, nur einmal. 24 Strengths und 18 Decks. Also 24 Stärke und 18 Geschick, mein Lieber. Ja. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von Mods. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht verstehst, aber für mich ist trotzdem das Original immer das Geilste. Ja, so. Absolut. Weißt? Absolut. Es ist dann doch immer wieder das Gleiche, auch wenn die Bosse ein bisschen abgeändert sind. Aber es ist dann trotzdem so, dass ich mir denke, ja, gerade bei der Archthrones Mod waren halt wirklich viel Elden Ring Bosse einfach dabei und so. Und ja, ich spiele dann lieber das Original Game, was Miyazaki für uns gemacht hat, so, ne? Ja, geht mir auch so. Aber es ist so mal ganz nett, so zu sehen, was die Leute machen. Es war ganz cool, ja. Es war auch mit viel Liebe gemacht, aber ja, man merkt halt schon, dass die Genialität von so einem Miyazaki, das ist auch wie bei Miyamoto zum Beispiel, so das Level-Design und alles, das ist einfach special bei diesen Leuten. Und das erreicht auch so ein Modder dann einfach nicht, meiner Meinung nach. Absolut, aber das stimmt. Zum Reinschnuppern, einfach um so ein bisschen diesen Dark Souls-Itch, also um sich da mal so ein bisschen wieder Dark Souls-mäßig kratzen zu können, ist es ganz schön. Ja, das stimmt. Dark Souls, aber ich habe es auch nur einmal gespielt. Hast du komplett durchgespielt? Nee, ich habe die Mod einmal gespielt. Also auch nur einmal gespielt, okay. Ja. So, ich glaube so 3-4 Stunden. Danke, Black Soul. Okay. Oh, die nice Rune. So, jetzt können wir uns eigentlich porten. Du wirst jetzt für deine Claymore die Lion's Claw haben, gell? Dass wir es mit Stärke, mit Schwer durchwirken können. Bedeutet, wir müssen jetzt zur, können wir uns holen, ja, Südhochstraße von Kaelit. Na gut, das ist ja dann hier wahrscheinlich. Nee. Ein bisschen unten. Kaelit, ach doch, hier. Genau. Was denkt ihr, welche neuen Waffentypen kommen fürs DLC? Also wir wissen ja schon von irgendwelchen Martial Arts Geschichten. Kicks und Schläge und so. Bin ich mal gespannt. Hab ich Bock. Ja, und die die Odachis, ne? Auf die habe ich am meisten Bock. Mhm. Riesenkatanas. So, die kennt man für Nioh, was der diese großen Odachis. Auf die hab ich halt richtig, richtig, richtig Bock. So, ich glaube, Freunde, könnt ihr mich gern korrigieren, jetzt, dass da hier oben Festung Gale ist, oder?
meine Lieben. Auf 5 wissen wir eigentlich. Bei Festung Gael bin ich. Ja, das ist Festung Gael. Nein, das ist nicht Festung Gael. Warte, vielleicht können wir kurz abwarten, was der Chat. Festung Gael. Oder ist die da unten? Ah, das ist Festung Gael. Hier, glaube ich, oder? Da unten. Siehst du mein. Nein, auch nicht. Warte mal, müssen wir schon. Yes. Yep. Festung Gael, da muss ich ehrlich gesagt zugeben, da bin ich sehr, sehr selten. Die ist weiter oben. Also da ist Festung Gael. Ja, ich hab's, Ede. Bei Nummer 2. Ja. Bei 2, genau. Siehst du das, was ich markiere? Ich sehe es, ja. Ich hatte auch dahin getippt übrigens. Ich habe nur keine Markierung hingesetzt. Aber okay. Ja, genau. Bist du schon unterwegs? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin eigentlich... Schon da. Schon unterwegs heute, ja. Siehst du mir jetzt? Nee. Ich glaube, ich habe einen anderen Weg genommen als du. Ich bin zu weit unten. Ja, treffen wir uns in der Mitte. Da oben ist... Ah, jetzt sehe ich dich, ja. Da oben ist... Danke, Roman. Genau, Loki hat es markiert, Freunde. Wer in Edison Stream sehen will, da ist die Loki hat es reingepostet. Da seht ihr die wunderschöne Pracht des Edes mit Facecams. Kann ich leider nicht bieten. Warum eigentlich nicht? Du siehst, mit deiner indisch-türkischen, österreichischen Mischung ist er eigentlich prädestiniert, um da mal die Kamera laufen zu lassen. Ja, ganz ehrlich, ich bin eher so, ich weiß nicht, ich bin eher der Fan von so. Ich mag das einfach, dass ich mich daheim ganz chillig hinhauen kann, dass ich nicht irgendwie aufpassen muss, wie ich reinschaue oder so. Ich will einfach komplett chillig, ohne irgendwie, dass ich mich herrichte. Ich sitze jetzt zum Beispiel in der Boxershort da, ne? Und im T-Shirt so. Und ich liebe das einfach. Und ja, ich fühle das einfach mehr. Ja. Ja, vielleicht kommt irgendwann einmal Facecam. Ich persönlich fühle es mehr und dank eurer deine Mama. So genau, da müssen wir runter, Eddie. Aber ich mache mich auch nicht für den Stream hübsch. Also, also ich habe zumindest eine Hose an, das stimmt. Das ist aber auch das Maximum. Hosen ist schon mal ein Riesenvorteil, ja. Ja, das ist schon auch das Maximum, was ich bereit bin zu machen. Hey, weißt du, was ich mir vor kurzem angeschaut habe, Eddie? Ein Interview mit Uwe Boll, es ist so geil. Ja, ich habe nur gehört, dass der generell auch auf X oder auf Twitter eine Menge Scheiße schreibt und so. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gelesen. Und die Kommentare waren einfach. Nein! Ich bin egal, wir müssen den. Ja, wir hauen den weg. Ja. Bist du tot? Nee, noch nicht, aber gleich. LD. Nein. Okay. Oh, der hat Damage, Bruder. Den müssen wir killen für die Löwengralle. Ja. Helde. Alter, diese Moves. Ein geiler Gegner. Oh, schön. Ja, jetzt haben wir ihn gestaggert. Ja, voll. Sag mal hier. Den Move müsst ihr erkennen hier. Pam! Oh, den Move bewachst du, Bro. Oh. Das ist so. Warum ist das kein Boss? Das ja, wird der weg, kann er weg. DLC. Ey, schaut so geil aus, wenn der da. Alter, das schaut so episch aus. Ich halte das nicht mehr aus. Da haben wir es. Da ist es. Sehr gut. Da ist es. So, das sind zum Beispiel so Sachen, die kann ich mir nie merken, wo die. Also, ja, dass gut, du dir das jetzt ist gemerkt ja wirklich hast, schwer. Das wüsste ich jetzt nicht mehr gewusst, wo ich das finde, ohne Wiki. Und da oben liegt noch ein richtig geiler Talisman, der was Stärke um 5 erhöht. Der liegt leider oben. Der macht einfach 5 Punkte mehr in Stärke. Wann Jack vs. Eden Quake? Spielst du Quake? Nein, du spielst kein Quake. Aber was ist Quake? Siehste. Das ist eigentlich schon die Antwort, gell? Ja. Ich find's übrigens mega geil, Eddie, dass du Lies of P spielst. Ja, es macht. Hast du es gespielt?
Ja, ne? Du hast es auch gespielt. Ich habe Lies of P gesuchtet. Ich finde es richtig gut. Es macht richtig Spaß. Lies of P ist mega hart, aber richtig geil. Was ist der, dass deine Mama und die Pringles fressen heute, nur wenn du wüsst? Oh, was? Der ging durch? Achtung, Eddie, jetzt kommt der größte Pisser der Erde. Warte, Backstep, Backstep, Backstep! Kann man Speerangriffe auch parieren? Kannst, aber sehr schwer. Also Speer ist wirklich schwer zum Parieren. Da wäre es doch geil, wenn es in Elden Ring auch so einen Mikiri-Counter gäbe. Alter, das wäre so episch. Und auch das... den Haken. Weißt du, den Greifhaken. Ja, von Sekiro. Das hat so Bock gemacht, immer bei Sekiro so... Immer so hoch. Ja, voll. Was gar nicht, was da oben ist, ehrlich gesagt, da war ich noch nie. Doch, das auch. Aber jetzt kannst du auf jeden Fall der Löwenkralle mit Schwer durchwirken. Ach so, das geht noch nicht, da müssen wir zuerst das Messersturmschleier holen, genau. Das können wir schnell machen dann. Was ist da, wo kommt man da hin? Da kommst du in die Hauptstadt, glaube ich, oder? Echt? Ist das nicht der? Ey, vertrauenswürdig Ehre. Nee, Boss, ich find's gut, dass Eddie jeden Boss in Lies of P First Try macht. Stimmt das? Ja, klar. Ich mach generell alles First Try. Okay. Ich habe 2 Kinder, ich hatte zweimal Sex, also... Ja, genau, und seitdem nie wieder nur das eine Mal, das sind 2 Kinder einfach, rausgekommen. Sehr ich bin einfach ein Typ, der sehr auf Effizienz geht. Ja, das finde ich gut. Zielorientiert. Willst du jetzt wir rein sind in die Rotmähne. Festung? Was dann wie ein Rotmähne, Mann? Ja, die ist besetzt. Ich würde sagen, wir reisen weg von da, oder? Ja, aber es ist ganz lustig, dass wir jetzt das Event getriggert haben. Also, dass die alle da sind. Bei meinem ersten Playthrough war hier alles leer. Nicht zu spät gekommen. Okay. Wo gehen wir denn hin? Ja, ich würde sagen, wir gehen von da weg auf jeden Fall mal. Ja, wir müssen nur erstmal. Wir müssen mal irgendwie. Okay. Das war ja eine super Idee, dass wir da reingegangen sind. Hey. Ja, ich hab. Das war mein Fehler, ich hab nicht gewusst, wo das ist. Nein, ich hab ja auch nicht gewusst, wo es hingeht, ne? Könnt ihr uns bitte reisen lassen? Dankeschön! Ja, klar, das ist ja ein Weltkrieg gerade, Alter. Jesus, jetzt bin ich schon fast tot hier. Hier kann man jetzt auch nicht schnell reisen, weil hier zu viele Gegner getriggert sind. Ja. Na komm. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ich lass mich jetzt einfach töten, oder? Achso, du willst kämpfen? Ich gebe auf. Achso. Also wo bist du, Eddie? Ah, du bist doch schon... Ah, der flieht da über die Brücken und lässt mich da zurück einfach. Ja, okay. Oder wir machen Radan. Radan können wir machen. Können wir noch nicht machen. Glaube ich. Ja, müssen wir zuerst... okay. Mhm. Wow. Ja, ich bin tot. Ja, ja ich auch. Was wir jetzt machen müssen, Eddie? Ja, sehr schön, ja, wunderschön. Ich hab's gesehen, wie du noch gestorben bist. Also, wir müssen jetzt nur mal noch Sturmschleier und da müssen wir für die Schleifermesser holen, damit du die Löwenkralle auf schwer durchwirken kannst. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Das heißt, warte mal. Mit Gängern kann man auf Aufzugsseite, heißt es bei mir. Ja, habe ich. Mhm. Noch nicht, moin. Eddie Sound doppelt sich, das glaube ich nicht. Hat keiner bis jetzt sie beschwert. Das haben wir jetzt bis zum ersten Mal. Ja. Spielt Eddie auch Bleak Fate Forsaken? Soll ich fragen. Das kommt doch erst noch raus, oder gibt's das schon? Das hat es auf PC gegeben und jetzt kommt es auf PlayStation 5 und war mein Souls-like des Jahres 2023. Habe ich noch nicht gespielt, ist gut, ja. Also ich muss. Es ist sehr indie, ja, also wirklich sehr billig, aber es haben drei Burschen haben das gemacht. Ist das so ein Sidescroller, so Metroidvania-mäßig? Nee. Nein, gar nicht. Da müssen wir rein, Eddie.
Ja, ich muss erstmal hier durchgucken. Ich bin froh, dass du überhaupt keine Gegner mitnimmst. Außer nee, Ole. Außer die ganze Map. Außer alle. Ja. Oh. Das Claymore ist schon geil. Du, ey, wie du gesagt hast, das Claymore ist in jedem Froms of the Spiel eine geile Waffe. Ende. Ja, ja, ja. Aber wir können auch, also wir müssen uns auf Dauer immer auch noch eine Abwechslung. Ich brauche noch eine zweite Waffe. Oh, der Fühlleben. Das ist also ein cooler Gegnertyp, ich finde den so geil. Yes. Und da drinnen, Eddie, haben wir das Messer. Und, by the way, den besten Dolch im gesamten Spiel. Misericordia, 140 Crit. Hier sind noch zwei Somber Mithing Stones. Yes, yes, yes. Aber Edi ist wieder besser jetzt. Hey, hey, aufpassen. Aber was ich sagen wollte, also habe ich eh schon gesagt, glaube ich, mit dem Uwe Boll Interview, wo die Community geschrieben hat, Edi in 30 Jahren. So lachen. Wieso erst in 30 Jahren? Das verstehe ich nicht. Ja, was weil Uwe Boll halt doch euer Sack ist, ne? Aber wieso, ja, ich bin auch innerlich auch ein alter Sack, aber äußerlich auch. Nein. Nee, ich hätte die 10 Jahre jünger geschätzt. Wo müssen wir hin? Jetzt gehen wir. Jetzt haben wir das Messer und jetzt können wir einfach. Was können wir jetzt machen? Wir können. Leonia können wir langsam mal. Wir können Leonia gehen, ja. Wir können. Lass mich kurz überlegen, wir brauchen heute halt nur das zweite Dektus-Medaillon von der Festung. Hey, das haben wir noch nicht. Wo gibt's das? Das ist da unten. Das ist auch bei Leonia. Nee, wo? Nein, das ist da unten, wo wir den Axt-Talisman geholt haben. Da müssen wir jetzt reisen zur dritten Kirche von Marika. Das brauchen wir, das Medaillon, ne? Sonst können wir nicht weiter. Wo ist die dritte Kirche von Marika? Die ist da in Limgrave, ganz rechts Limgrave. Die Kirche, wo wir die Arznei geholt haben. Ja, hab. Siehst du das? Hast du das okay? Ja, ja. Oh, Stormveil Castle sieht einfach so geil aus. Mit diesen goldenen. Ja, voll. Dingern. Wo bist du? Bist du schon da? Ich bin nur im Ladebildschirm. Achso, warte, dann kann ich doch jetzt am Bonfire theoretisch. Jetzt kannst du die Löwenkralle auf schwer machen und hast da viel besser Scaling, ja. Goldener Federtifus heißt es, Miguel. Aber dann komme ich auch. Was gibt 156 plus 87? Kann das irgendjemand ausrechnen? Warte, ich hab da ein Handy. Rechner. Auf was, ja, je mehr Stärke du levelst, desto stärker wird es halt dann, ne? Ja, klar, aber ich frage mich, ob es jetzt schon so ist. Sag nochmal an, Ede, sag nochmal. 156 plus 87. 156 plus 87. Das ist 243. Ja, okay, ist ein bisschen besser. Aber müssen wir noch mehr Stärke pumpen? Ja, wir müssen Stärke pumpen auf jeden Fall. Ich meine, ja. Wo gehen wir hin? Es würde jetzt was geben, Eddie. Ja. Das, was uns einen mega Boost geben würde vom Level Up her. Wir kriegen 120.000 Runen. Da müssen wir einen Boss besiegen. Den besiege ich immer relativ früh. Das ist so ein Baum-Avatar in Kaelit. Ja. Der one-hitted uns aber. Unten der, ne? Aber wenn wir. Ja, so groß ist es, ja. Und wenn wir den besiegen, haben wir 120.000. Let's go. Smoldering Seelen. Church ist das, ne? Genau. Aber warte mal, zuerst sollte man vielleicht nur Patches schnell befreien, ja? Weil Patches verkauft uns 3 goldene Federtierfüße. Und wenn wir den nehmen, kriegen wir statt 90.000 120.000.
Oder ist das nicht, oh, hast auf das keinen Bock? Wo ist, aber Patches, wo ist Patches jetzt? Patches ist, Da müssen wir doch ins Vulcan Manor. Da müssen wir erst nach Leonia. Na. Patches ist im Stadtgebiet. Patches im Stadtgebiet. Da müsste man nur zur Südseite des Agilsees reisen. Ja gut, dann let's go. Mhm. Also nur, wenn du Bock hast, Eder, gell? Wir können sonst da Richtung Leonia gehen. Aber stimmt, das ist der ist ja erst mega in der Höhle. Boost. Der ist ja erst da in dieser Höhle. Genau, der ist in der Höhle. Und da haben wir ihn weg. Und dann verkauft er uns mit der Klangperle, kriegen wir dann 3 goldene Federtierfüße. Und dann können wir den Boss töten. Der gibt uns eine mega krasse Träne, die was Haltungsschaden macht. Und 120.000 Runen, ne? Das ist eigentlich schlecht. Allerdings müssen wir den erstmal schaffen, wenn der uns one-hittet. Ja, aber wir werden es schon schaffen. Ja, die sind jetzt nicht so schwer, ja. Aber wenn er die trifft, dann tut es nicht richtig weh, ja. Ehre, Peter. Danke fürs Liken, Freunde. Genau, da drinnen ist der Patches. Opa Dino, gute Nacht. Ah, jetzt kommt noch eine Invasion, glaube ich. Ja, dieser Pisser, dieser Reduvia-Arsch. Ah, Reduvia ist geil. Ich liebe Reduvia. Magst du es? Okay. Ja, Doppel-Reduvia. Mega krass. Ja, die Webmart ist halt mega krass, gell? Doppel-Reduvia kommt bei mir. Voll aufgeladen, also voll hochgelevelt. Ist komplett immer. Hier, oder? Okay. Das ist nicht die, ja, hier? Warum kommt... Der kommt nicht. Der kommt im Koop nicht. Wie geil ist das? Eigentlich kommt der da. Geil. Und den Drachen können wir auch noch machen dann. Den ersten. Ja, können wir gerne machen. Ja, können wir gern machen. Gibt der 20.000 oder so? Nein, der gibt ganz wenig. Ja? Der Agil gibt 3.000 oder 6.000 oder so. Morgen. Habe ich schon eine Lampe eigentlich? Moin. Haben wir uns noch nicht gekauft. Ach ne. Hat mir dieser Hurensohn gerade vergiftet? Ich sehe gar nichts gerade. Da. Ede, ich brauche halt ein bisschen deine Löwenkralle. Yes. Hey, Kurzschwert. Okay, so. Und da drin ist Patches, ne? Den müssen wir jetzt wegbudern. Gute Nacht, Ricewind. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Wo bist du denn? Hier? Ihr dürft. Ja. Da gibt es einen zweiten Seiteneingang. Genau. Well, well, well. Das kommt dir ansehen, schau aus wie der Blue Jesus. Die miese Sau. Aber den hauen wir jetzt um, ne? Oder. Den hauen wir um. Patch ist einfach weg. Löwenkralle drauf, tut auch sicher gut. Ja, wie sie mir einfach auf die Goschen haut, ich liebe es. Nein, nix, please. Nix, please. Yes. Someday it was bound to happen. Someday, ja, richtig. So geil. So, und mit der Klangperle können wir uns jetzt da von der Tafelrundfeste können wir uns jetzt die goldenen Füße kaufen. Etcher schreibt, ich glaube, ich habe Ede noch nie so entspannt in einem From-Software-Game erlebt. Ich liebe es. Na, der Ede ist eigentlich immer entspannt, oder? Ich bin immer entspannt. Ich verstehe gar nicht, was das... Ja. Habt ihr mich jemals unentspannt gesehen? Nee. Was machen wir denn hier? Exile Armor ist ganz nice. SVS, moin. Sieht auch nice aus, so. Bitches Klangperle. Und dann
Man muss Patches Klangbälle abgeben. Oh, das ist ein cooles. Das ist ein geiles Outfit, das droppen diese Diener da. Das ist auch ziemlich selten. Ja, das sieht cool aus. Auch mit der roten Kapuze dazu. Ja, das schaut wirklich nice aus. Das schaut echt gut aus. Hey, Thomas, moin. Robin, Ehre. Es macht einfach Bock. Also, ich finde es ist ein cooler Playthrough gerade. Wenn wir nicht durchhaschen, sondern wirklich ordentlich zocken. So. Lass mich kurz überlegen. Genau, jetzt müssen wir Festung Pharod. Es konnte jetzt richtig schwer werden. Der darf uns auf keinen Fall erwischen. So, ich komme. Mhm. Festung Pharod, bist du sicher? Jo. Wo ist denn das? Hier. Ach, den meinst Kelet. Du? Den meinst ja, du? Ja, okay. Der One-Hit-Wonder, ja. Okay. Ich dachte, du meinst den anderen. Na, der ist der einzige, der was zu viel droppt. Hä, geht's der Robin? Nichts? Ist bei dir wieder besser? Geht nix oder was? Okay, nochmal. Ich glaube, wir müssen nochmal. Jetzt geht's. Na, gesund bin ich nicht, Nation Demon, aber zumindest jetzt im Stream geht's mir eigentlich gerade relativ gut mit dem Auge, muss ich sagen. Aber ich habe mir echt Sorgen gemacht, ich wollte nicht fragen, aber als du das gestern gesagt hast, als du hast ja auch gesagt, weiß nicht, wie es weitergeht mit YouTube wegen den. Jetzt weiß ich, dass es wegen den Augen ist, aber ich habe gedacht, ach du Scheiße, stirbst du? Es klang so, als nur noch wenige Tage zu leben hast. So, ich war gestern ehrlich gesagt ganz schön geschockt. Nein, ich habe gemeint, dass, ob ich nicht weiß, dass es weitergeht mit YouTube, weil wenn das mit dem Auge nicht gut wird, dann kann ich halt nicht zocken und so und streamen. Na, das habe ich gemeint so. Die Trockenheit, das ist ja eigentlich was, was du nicht behandeln kannst. Mhm. Außer mit so Tränenersatzdinger. Das habe ich eher gemeint. Also wollte ich nicht so, wollte ich auf keinen Fall so schreiben. So, das ist der Wichser da. Jeder. Ja, der ist ein richtiger Wichser, ich kenne den. Der hat diese dumme Lichtattacke. Ich kann den zwar auswendig, aber der hat sich jetzt so dermaßen viel Leben, dass er Frechheit ist. Let's go. Let's go. Boah, also hey, du überlebst sogar einen Schluck, okay. Nice. Okay. Okay, es war einfach nur der Fußstampfer hat mich getötet. Okay. Der war einfach nur ein dummer Fußstampfer, der war noch nicht mal irgendwas. Lass mich töten. Naja, das ist ganz schwierig bei dem. Ach, und dann hat er auch noch das Rotten-Scheiß. Ey. Ja. Oh, der ist richtig mies. Also der ist eigentlich ganz leicht. Wenn er den Rotten-Sprung macht, musst du nur hinter ihm dodgen, dann erwischt er das nicht. Aber natürlich, wenn er dich erwischt, ist es besser. Wie ist denn das, wenn du stirbst, kriegst du dann die Seelen eigentlich, ja? Das weiß ich nicht. Ihr beiden seid die Besten, bin nur wegen Ede auf deinen Kanal gekommen. Ehre, Toni, danke für 5,99. So, dann ich mach mal den defensiveren Part jetzt und du machst mal passt, besser. Okay, passt, Eddie, passt, ja. Weil ich hasse die Typen nämlich ultra. Also wenn du willst, dann kann ich ihn auch so besiegen, Eddie, ne? Ja, ich greif schon auch mit ein, aber erstmal okay. wieder ein bisschen studieren. Kurz weggehen. Ja, okay. Den habe ich ja wirklich auswendig gelernt, den Bastard. Ja, Achtung, und ist einfach. Oh, das war. Okay, das war jetzt meinerseits ziemlich scheiße. Okay. Oh, es hat mich doch erwischt. Na. Wieso denn? Ja, ja, das. Die Range. Die Range. So, und dann gehen wir da und einfach nur seitlich vorbei und nach hinten in der Drifte, nicht? Achtung, Fuß! Ja, der Fuß. Der Fuß. Wir haben gerade mal. Wir haben dem noch fast nichts abgenommen. Nein, doch, aber das schaffen wir. Glauben wir's. Den schaffen wir. Den Boss habe ich schon so oft gelegt.
der ist leicht. Natürlich muss man halt den lernen, ne? Klar. Aber ich habe den Boss halt wirklich auswendig gelernt, weil ich hole mir immer zu Beginn, hole ich mir da 120.000 Runen bei dem, ne? Aber der One-Hit halt wirklich, es ist so lächerlich mit einem Fußstapfer. Robin, danke für die Mitgliedschaft. Jack, ich habe eine Frage an Ede. Arbeitet er freiberuflich mal da mal hier oder hat er irgendwo einen festen Vertrag? Ist das eine ernste Frage? Ne, ist doch okay. Ist eine, wie geht's? Okay, Frage. Nee, ich bin. Also ich habe ja meine eigene Firma, Rocket Beans TV, und da bin ich auch angestellt und arbeite aber auch freiberuflich als Moderator und Podcaster und Streamer und Content Creator. Also alles. Bruder, du hast den Traumjob tot. Oh, stark, Ede. Da komm jetzt. Oh. Jetzt fickt er mir, okay? Ja, jetzt mach ich ihn fertig. Jetzt, wo du weg bist. Hanna weg, Ede. Den kann man nicht parieren. Den kann man nicht parieren? Sicher? Gar keinen Schlag von dem? Gar nix, Ede. Wirklich? Nein, aber den kannst du nichts parieren. Den kann man nicht parieren. Das hat geil ausgeschaut gerade. Moment, Rocket Beans. Ja, Rocket Beans. Der Etienne Gardet ist es, mein Lieber. Das ist einer der drei Gründerväter von den Rocket Beans mit dem. Fünf. Ja, aber das wichtigste Gründungsmitglied auf jeden Fall. Das wichtigste, der Simon, der Nils, der Budi und der Ede, oder? Und Arno. Das A in Beans. Der Arno, den kenne ich nicht einmal. Ja, das ist unser Geschäftsführer. Okay, jetzt. Ja, okay. Komm, Ede, machen weg. Er ist gleich down. Ja, der Trant stimmt, aber der war, glaube ich, kein Gründungsmitglied. Die Attacke ist so ätzend, Alter. Ja. Fick dich, die ist so schnell, die Scheißschüsse. Ja, wir können auch was anderes machen. Hey, Sugarli, wunderschönen. Na, jetzt besiegen wir. Ich verspreche dir, jetzt besiegen wir, Eddie. Jetzt besiegen wir, wir machen keine Fehler mehr. Aber jetzt musst du es auch halten, das Versprechen. Ja, ich halte das Versprechen. Ich gehe offensiv, du offensiv. Offensiv, du defensiv. Archie, also, willkommen, mein Lieber. Arno, der deutsche Joel Miller. Wer ist denn Joel Miller? Es ist doch der von Last of Us. Heißt der Joel Miller? Oder? Der Ach, heißt Joe, weil der Joel so aussieht. Ja, wir haben eher, ja, weil der so aussieht wie der Schauspieler aus der Last of Us-Serie. Okay, ich verstehe. Arno sieht ein bisschen aus wie, wie heißt der hier? Pedro Pascal. Kennst du den Schauspieler? Pedro Pascal, Pedro Pascal. Der spielt Last of Us, den Typen, und er spielt in Narcos. Ah, ja, genau. Und in Game of Thrones oder in Oberlin gespielt. Genau, Oberyn Martell. Ja, genau. Jetzt lädt es bei mir. Bist du noch? Ich bin noch im Ladescreen, irgendwie lädt es bei mir gerade nicht. Bei mir ist auch gerade mega der Ladescreen. Es tut sich gar nichts. Ich habe das Gefühl, es ist abgestürzt. Ich glaube, es ist abgestürzt, ja. Ja, es ist safe abgestürzt sogar, ja. Dann muss ich hier nochmal. Jupp. Geht gar nichts, nicht mal Alt F4. Ja, das war bei mir strikt Alt F und dann kann ich da auf jeden Fall die Scheiße auch dran. Wo ist denn das jetzt? So. Jetzt neu starten. Nikola? Was mache ich jetzt? Warte mal. Strick, Alt, entfernen. Ja, das habe ich schon. Aber ja. wo ist das Programm? Na, ich mache einfach. Achso, das ist dort. Alles Programm, das. Hat er das nicht am Desktop geklickt, vielleicht? Warte mal. Ich mache einfach das. Sonst müsstest du den Elden Ring Game Folder, gell? Da ist drinnen. Weißt du, wie das geht? Ich habe jetzt erstmal Steam beendet. Nee, doch nicht.
Ein Elden Ring Game Folder. Was ist denn da jetzt bitte? So. Ede, trinkst du Bier? Jetzt gerade nicht. Oder meinst du generell? Also, ich trinke auch schon mal Bier, ja. Ich bin jetzt kein krasser Bier-Konnoisseur oder so, aber ab und zu mal auf einer Party oder wenn es der Umstand ergibt, dann schon. Aber ich habe jetzt nicht immer einen Kasten Bier zu Hause. Mhm. Hä, wo sind wir denn? Hey, danke, Darknet, mein Lieber. Ihr habt irgendwie komisch. Wieso bist du wieder drin? Ja, allerdings ist das, glaube ich, ein ganz alter Safe hier, oder? Nee, doch nicht. Ich bin wieder beim großen Drachen gespawnt. Achso, wegen großen Pharaoh. Drachen. Ja, stimmt. Wir waren ja genau. Also ich kann auch mal die Great Rune ausstatten. Ah nee, kann ich nur am... Oder? Doch. Doch, so, alles gut. Stimmt. Gib mehr Damage, ja voll. Und einen Runenbogen nehmen wir. Den Runen? Achso, ja. Runenbogen muss dann nehmen. Ja, wobei es Verschwendung, weil wir halt gewone-hitted werden. Stimmt. Aber jetzt habe ich es gemacht, weil du es gesagt hast. Ich mache alles, was du sagst, offensichtlich. Okay. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Das ist oft ganz schlecht. Ja. Okay, na jetzt besiegen wir den einfach. Okay. Ich gehe jetzt zu dir in die Welt. Achso, warte, ich muss erst das Ding benutzen. Also genau. Was machen wir hier? Das, ja. Ja, genau, Loki. So. Ja, jetzt komme ich. Jochen war derjenige mit dem Bier, genau. Jochen ist hier Kollege von mir. Früher auch von Giga und mit dem ich auch einen Podcast mache. Nice. Böse so. Eddie. Hier, ich bin hinter dir. Bist einfach für mir vorbei. Alter, McClemo ist auf plus 2, Alter. Was? Ja, das ist nix. Das ist der Scheiße. Kannst du auf plus 25 machen. Ja. Okay, genau. Ja, vielleicht war das nicht die beste Idee. Aber wir haben den jetzt weg. Ich guck dir jetzt einfach die Frage zu, ist, wann du... Ja, wenn du willst, kannst du zuschauen. Weil, ich weiß nicht, wie das ist, Eddie, wenn wer stirbt von uns, ob dann die Runen erzählen. Was? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, Jack, dann zeig mal, was du kannst. Ja. Wie so ein richtiger Feigling gucke ich mir das jetzt an. Hast du? Dann haben wir zumindest alle was von den Runen. Hat halt ein bisschen. Okay. Ist das der stärkste im Spiel? Das ist der stärkste im ganzen Game. Auch bei Heligtree, der ist nicht stärker? Der ist nicht stärker. Das ist der stärkste. Gibt da die meisten Runen. Jetzt muss ich kurz abhauen. Weil er mir jetzt ein bisschen eingekesselt hat. Was war das jetzt? So, aus der Distanz sieht man auch mal diese Entfernung, die diese, guck mal, fast bis zu mir gesipscht, diese ja. Fäule. Scarlet Dings. Alter, wie wenig. Ja, wie oft willst du das nur machen, du Wichser? Guck dir das an, in welch, wie viele, was für ein Spread. Ja.
Alter, wie oft er den macht, ne? Oh, das hat mich fast ein Pferdchen erwischt. Du musst dort dann aufpassen, Eddie. Wenn er die Blitze macht. Genau, da musst du einfach nur in Kreis laufen. Und den Ding ready haben. Alter, was war das? Okay. Das ist alleine fast leichter, als wenn man zu zweit auf den haut, weil er dann eben so... Alles ist alleine. Weil er dann komplett alleine, random ist und man ihn nicht mehr so leicht... Absolut, ja. Richtig, richtig, ja. Es sind alle Bosse alleine leichter, weil du halt die Movesets lernen kannst, ja. Und sonst ist halt einmal so und einmal so, ne? Dauert halt ein bisschen, Eddie. Okay, jetzt fang's an. Ich laufe ihm, Achtung, einfach weg. Ich mache immer irgendwie so. Ja. Genau. Oh, es ist so verlockend mitzumachen, aber ich will nicht Scheiße bauen. Ja, das ist das Problem, das ist halt ein One-Hit-Boss, ne? Das Ding macht 342 Schaden einfach nur. Ich weiß, Eddie, ich würde auch am liebsten das mitmachst. Ich hab nur die Angst, wenn einer von uns stirbt, dass wir dann die Rune nicht kriegen, weißt du? Mhm. So, und einfach erst den Kreis, Eddie. Ja, geht eh nur auf dich, insofern. Okay. So, ein Drittel haben wir. Und halt den Fuß bereit, Eddie, ne? Ja. So den goldenen. Zeit. Ja. Achtung. Dieser Scheiß bist du her, ne? Jetzt hab ich ein Problem. Achtung, er kommt zu dir, Eddie. Ja, weil ich auf ihn schieße. Lauf! Lauf! Warte, mit seinem fetten Arsch. Alter, was geht hier? Achtung, jetzt. Na, Eddie, reite! Alles gut. Reit zu mir, Eddie. Reit zu mir. Achtung, du musst den Kreis reiten, ist den Kreis. Das fickt er dich. Niemand fickt mich. Eddie! Du Lebe. Stirbst! Nein. Komm bitte! Da, komm her. Okay. Alles gut. Eddie, du bist da so ein Risikomensch, ich liebe es. Ich kann mich nicht verkneifen, ab und zu mal mit dem Bogen drauf zu schießen. Ich kenne das, ich liebe sowas. Achtung, Hurensohn-Alarm. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Oh, Achtung! Eddie, lauf! Alles gut. Er kommt nur mehr zu dir. Ja. Ist das spannend? Ist wirklich spannend. Ich muss gerade so lachen. Ich muss mir das Lachen gerade so verkneifen, wenn du mit dem Bogen da schießt. Das ist Leben am Limit, Mann. So, du musst weitermachen, konzentrier dich. Ich konzentriere mich. Okay, Achtung, jetzt müssen wir kurz weg. Oh, Eddie, du lachst schon wieder, ich seh's schon. Du willst schon wieder was machen.
Ich will nur, dass wenn, falls du mal in Bedrängnis bist, irgendwie, wenn du Hilfe brauchst, dass ich da bin. Ehre. Aber du brauchst keine Hilfe, du brauchst keine Hilfe. Doch, doch, doch. Achtung! Hör auf, ich muss lachen! Na, du stirbst jetzt! 310. Alter, Eddie lebt so das risky life einfach. Er kommt zu dir, gell? Ah, der. Na. Rett im Kreis. Viel zu weit weg. Boah. Ich glaube, ich habe noch nie so einen lustigen Fight gegen den Wichser da gehabt. Ich ärgere den nur ein bisschen. Ah, ich weiß was ich noch habe, um ein bisschen zu ärgern. Ich muss nur rechtzeitig mir Bescheid sagen. Okay. Wenn wir die Dings zünden. Die Pfote. Okay, ja, ich sag dir Bescheid. Oh Gott, was war das, Eddie? Ich glaub's nicht. Ich halte es nicht aus mit dir, ich muss so lachen. Ein paar Wurfmesser. Irgendwie schießt er mir in den Ort. Na. Jetzt komm. Alter, Eddie, hast du den gerade gestaggert? Mit einem Wurfmesser. Ich hab ein Wurfmesser gestaggert, wirklich, ne? Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Okay, Achtung, Achtung. Seitlich reiten einfach. Achtung, oh. Komm zu dir. Ja, ja. Achtung, seitlich, Eddie. Ich würde es jetzt nicht verlieren. Wir holen uns die 120k, die haben uns verdient. Ich glaube, mehr habe ich nicht, was ich werfen kann. Ich bin ehrlich. Oh Gott, okay. Scheiße. Hier, die bringen gar nichts. Keine Sorge. Ey, ich finde es eh funny, du hast die wirklich. Du hast den. Na! Alter, das war close, Mann. Du kleiner Wichser. Mir hat noch nie wer so nervös gemacht wie der Edmund Denzel. Achtung! Also du hast Geisteraschen beschworen! Ja, die können gar nichts, die sind schon wieder weg. Ich fand's nur lustig. Ich denk mal, wer ist das? Die sind noch nicht mal an ihn rangekommen. Ja. Du bist tot! Nein, ach, das war einer von denen. Oh, ich dachte schon. Nein, mein Gott, ich dachte gerade, du bist gestorben. Nein, wir schaffen den, Bruder. Ich versuche den einfach nur irgendwie zu ärgern, aber ich hab nix, keine Items. Aber das hat schon geholfen vor, auf jeden Fall. Ist verballert. Wobei, was? Das stimmt gar nicht. Ich hab noch einen anderen Bogen mit anderen Pfeilen. Oh, ihr macht es. Aber wir müssen jetzt gleich langsam das Ding 120. benutzen. Ja. Sag das dann, Eddie, wenn wir es nehmen. Oh Gott, du machst mich so nervös, aber ich find's auch lustig. Oh nein. Der geht auf die jetzt, gell? Der geht auf die. Ah ja. Eddie. I know. Aber auf dem Pferd ist das relativ leicht. Du lebst dein Leben am fucking Limit, Mann. Jetzt geht auf mich, glaube ich. Ich glaube, geht auf mich. Wie geil die Pfeile in ihm drinne sind. Naja, geht auf mich. Alles Eddie, gut. Eddie, bitte. Alter. Du bist tot. Ja, aber egal, mach weiter. Nein. Mach weiter. Lass uns keiner die Runen. Mach weiter. Wir machen das nicht nochmal. Nein. Du gehst um die Runen. Ist egal. Okay, wir müssen im Chat außerfinden, ob im Seamless Core beide die Runen kriegen.
Nein! Mach! Der hat mich vom Pferd geholt. Nein, safe nicht. Wir können das nicht nochmal machen. Na, es muss irgendwer kurz bestätigen, ob Eddie die Runen kriegt. Doch, er bekommt sie. Okay, du kriegst das, Eddie. Wir gucken dir alle zu. Du kriegst das, Eddie, auf jeden Fall. Es war ein bisschen Pech, der hat mich vom Pferd geholt, dann war ich stunned. Also, machst du es nur mehr machen, Eddie, oder machen wir es fertig? Nee, mach fertig. Wir wollen ja noch andere Bosse sehen. Sag du, Eddie. Mach fertig. Okay. Oh, Jack. Alter, war close. Das ist nämlich die Schwierigkeit bei solchen, jetzt nämlich nicht gierig werden. Jeder kennt es, der Souls-Spiele gespielt hat. Man sieht dann den Energiebalken vom Gegner und denkt, ach, das sind nur noch zwei Schläge. Mach ich doch mal gerade. Ja. Und das sind die Momente, wo man stirbt und sein Leben hasst. Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich gefickt, oder? Nee. Ein Wurfmesser. Oder so. Da geht er dann stark. Ich glaube, Edi, wenn du jetzt dort deine Ding aufhebst, deine Seelen, dann kriegst du das auch. Ja, ich seh's grad. Du musst jetzt die Seelen aufheben, Edi. Dann hast du das. Das ja, weiß ich nämlich nur vom Koop. Ich muss ja erstmal wieder ins Spiel kommen. Reanimiert werden. Genau. So, ich geh jetzt zurück, Eddie. Danke für die GGs, Freunde. Du hast mich so zum Lachen gebracht, Eddie. Du staggerst ja mit einem Wurfpfeil und ich schaff's mit Claymore nicht. Es war aber ein Kukiri, oder wie die heißen? Kuriki? Kukiri? Kukri, glaube ich, ja. Kukri. Ich wusste auch nicht, dass die staggern können. Ja, das war gerade so weird, aber es war echt witzig, ich hab mich so zusammenreißen müssen. Hast du den Fuß benutzt? Okay. Ich hab den Fuß benutzt, ja. Ja, okay. Also jetzt holen wir die dazu. Und wenn du jetzt deine Runen aufhebst da unten, dann müsstest du das eigentlich. Muss ich zu dir in die Welt oder wie bist du? Wie funktioniert das jetzt? Nö, ganz normal, glaube ich. Du bist jetzt wieder bei mir, oder? Bist du wieder am Leben, oder? Ich bin am Leben, ja. Am Stake of Marika. Aber wo sind meine Seelen? Mhm. Die müssen ja da hinten sein. Bringt es was, wenn ich jetzt den Fuß benutze, bevor ich die Seelen aufhebe? Nein, es bringt nichts. Es bringt nichts, aber du kannst es probieren. 91.000 habe ich gekriegt. 91.000, ja. Das ist jetzt ein bisschen eine Chance, weil ich den Fuß genommen habe, ne? Ja, ist ja egal. Ist ja trotzdem geil. Jetzt ist mega viel. Ich gebe aber auch nicht mehr aus als wir 91.000, dass wir gleich bleiben. Jetzt können wir 91.000 leveln. Viel von Helsing, danke für 5 Mitgliedschaften. Jetzt gehen wir mal fett leveln, Eddie, oder? Ja, die Frage ist, auf was leveln wir jetzt? Also ich gehe voll auf Stärke, Mann. Okay. Ich buttert alles in Stärke. Ne? Du mit der Löwenkralle kriegst da S-Scaling auf Stärke dann aufs Claymore, wenn's 25 ist. Danke viel, gell, mein Lieber. Du hast mich so zum Lachen gebracht, gerade gibt's nicht. diese Pfeile da die ganze Zeit. Was sonst, Schugeli, ja. So, okay, ich geh jetzt auf. Warte mal. Aber du hast wie viel? Nensk? 91. Ja, mach doch einfach, nee, wie du hast. Muss doch nicht. Nein. Na, doch. Wir machen gleich. Warte mal, Nensk. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob ich mein Schwert weiter upgraden kann. Lass mal zum Schmied gehen. Also, ich hab jetzt. Ja. Was machen denn deine Augen? Ich mach mir gerade so ein bisschen Sorgen, weil wir zocken jetzt auch schon eine ganze Weile. Ist alles cool? Bei mir ist alles cool, Eddie. Wann du aufhören willst, zockst einfach. Ja, ich bin gewohnt, dass bis 11 tatsächlich, weil ich morgen früh schon wieder Sendung habe. Passt, ja, machen wir bis 11. 10 Minütchen gucken wir jetzt erstmal auf, was Upgraden angeht. Passt, können wir zurückgehen. Und du musst auf deine Augen aufpassen. Ja, passt. Bis 11 streamen wir nur, Freunde. Ich habe jetzt genau 90.000 ausgeben.
Bringt so eine Gamerbrille nichts? Was ist eine Gamerbrille? Achso, mit so Blauwert oder? Ja, was? Hobby schon. Ey, ich brauch Schmiedestein 1 einfach nur. Ich brauch Schmiedestein 2, 6 Stück. Können wir uns das nächste Mal von der Höhle holen? Ja, dann müssen wir die Klangperle holen, ne? Sauerkraut, danke mir lieber für die 5,99 Ehre. Klangperle können wir uns auch jederzeit holen, ja. Kriegst du auch nicht hoch, gell? Was fällt dir? Hm? Was fällt mir dir für Steine? 6-2er. Okay, müsste man sich eigentlich das Lune dann die Klangperle einfach gemütlich holen das nächste Mal. So, kurz hier gucken. Retax, Ehre, willkommen, mein Lieber, danke. Parrying Dagger gibt's hier noch. Den finde ich mega scheiße. Der hat so ein komisches Parry-Fenster. Beide kriegen, was meinst du, Dodo? Ehre, Pinky. Gibt nichts Geiles. Ah, die hat nur Bullshit. Welches, also als nächstes müssen wir, können ja zumindest schon mal, dann haben wir einen schönen Cliffhanger zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt nochmal zu Godric und gehen dann da oben zum Bonfire, wo wir dann Leurnia ja sehen, weißt du? Genau. Dann können wir machen wir das nächste Mal direkt da weiter. Genau, ja. Dann haben wir haben heute eh viel weitergebracht. Wir haben das lehmwortige Scheusal besiegt, wir haben Margit besiegt, wir haben Godric besiegt. Wir sind auch sehr viel herumgeritten und haben wirklich uns hochgepusht. So, ne? Hast du schon gelevelt? Hast du deine 90k schon ausgegeben? Habe ich schon ausgegeben, ja. Okay. Ach so, und wir wollten noch da das zweite Medaillon wollen wir noch, ne? Das können wir auch noch gern holen, wenn es magst, schnell. Wo ist das noch? Oder willst du das nächste Mal machen? Das ist in der Festung, hey, könnten wir uns das noch holen? Dann hätten wir wirklich alles. In welcher Festung? In der Festung, hey. Da müssen wir zur dritten Kirche von Marika nochmal gemeinsam hinporten. Ja, dann lass das noch schnell machen, dann haben wir das. Ach, ich weiß, wo das ist, ja. Ja, genau, das brauchen wir unbedingt, ja. Die Leute fragen, beim Edis ist es halt relativ schwer. Wann es weitergeht, wann kann man da schon was sagen, oder? Lass uns das erst besprechen, bevor wir es sagen, weil wir haben es noch nicht besprochen. Mhm. Ich muss tatsächlich im Kalender gucken. Besprochen. Aber wahrscheinlich irgendwann, klar, von meiner Seite aus können wir das auch echt diese Woche dann noch machen. Ja, wenn du Zeit hast die Woche, ja, sagst du mir einfach Bescheid. Dienstag, morgen übermorgen ist Champions League, dann was war Donnerstag ist Home. Ja, muss ich gucken, vielleicht wird es auch erst am Sonntag was. Kein Problem. Kein Problem, sag einfach Bescheid. Ich gebe es dann in Discord Bescheid, Freundinnen, wer Bock hat und da up to date bleiben will. Der Edi hat gerade irgendwas getötet hinter mir. Nein, dann, das Schwein ist in mein Schwert gelaufen. Ach so, ja, stimmt. Dann kennst du gerne auch die Infos. Oder geht's einfach beim Edi am Discord, da wird das auch preisgegeben. Das ist auch kein Problem, du brauchst nur auf seinen Stream gehen und dann unten einfach kannst du auf seinen Discord joinen. Aber mir ist auf jeden Fall viel Bock gemacht, das war echt ein entspanntes Zocken. Ja, mega, das hat super Spaß gemacht. Ja. Und es ist so schön, jemanden an der Seite zu haben, der das Spiel so in- und auswendig kennt wie du. Das ist ja noch echt, das ist wie so ein Reiseführer. Ja, aber ich denke mir oft, ob das dann für die auch so, darum, ich habe aber gefragt, du hast gesagt, dass sie für die okay ist, ne? Ja, na klar, ich kenne das. Ich will, ja. Es ist ja, ich habe es ja auch platiniert, also ich kenne ja alles. Es ist jetzt nicht so, dass ich noch gespoilt werde. Ja, deshalb ist ja alles super. Mhm. Es ist schön effektiv so. Ja.
Also ich glaube, im Chat, was ich so mitkriege, den hat der Stream auch relativ... Habt ihr den Stream gut gefunden, Freunde? War es euch ein bisschen zu gemütlich oder könnt ihr gerne mal Resonanz reinhauen? Ja, ich bin ein gemütlicher Typ. Ja, ich find's auch voll chillig, ja. Find's war ganz chilliges Zocken. So, ihr kleinen Wichser. Eddie ist ein gemütlicher Typ. Bist du Betrüger? So, den parierst jetzt, Eddie. Da heroben, den Wichser. Ich bin noch hier vor der Tür. So. Oh, was? Ich habe erstmal hier die ganzen Typen vor der Tür platt gemacht. Nächstes Mal wäre Radar mal cool, gell? Nächstes Mal kommt Radar machen. Ja. Den habe ich ja so Bock. Das Satz ist ein bisschen deppert. Alter, was hat der denn für eine Scheißattacke? Alter. Hör auf jetzt zum Aufballern, du Arschloch. Macht der hier ein Schild? Der, das ist... Warte mal. Du hast ja eigentlich ordentlich noch was hier übrig gelassen für mich. Der Typ hat... Ich lenke kurz so, dass du heilen kannst. Alter, was ist das für jetzt ein Perry. Wichser? Das ist... Ja, yes. Ah, bloody blutiger Swear, Schnitt, okay. Dieser geile Weapon hat. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch das, was auf dem Reduvia drauf ist, oder? Ist das nicht das Gleiche? Eddie, würdest du eigentlich dann das nächste Mal genauso weitermachen wollen? Schwerer, schön oder Randomizer? Wie ist dir persönlich am liebsten? Einfach so weiterzocken? Ey, mir ist für mich beides cool. Also, hier hat man den schönen... Also, wenn wir es so spielen, wenn wir es regulär spielen, ist natürlich schön, dass man alles weiß, wo was ist und so ein bisschen einen Plan hat. Mhm. Randomizer ist halt so ein bisschen, random halt, weiß man nicht. Kann geil sein, kann scheiße sein, ist vielleicht auch nicht schlecht. Randomizer kommt man halt wirklich einmal separat einmal irgendwann zocken, weißt du? So verfahren weg gleich so. Weil jetzt haben wir schon normal angefangen auch, ne? Oder? Ja, also, du, wir laufen ja nicht weg, also wir können das ja na, auch. Na. Ne? Also, ich bin für alles offen. Randomizer ist schon geil, aber lass doch erstmal machen wir hier so. Genau, und dann machen wir einen Randomizer, alles cool. Ist ja nicht, weil wir haben ja, es gibt ja keinen Grund, dass wir in naher Zukunft damit aufhören. Also es sei denn, die Augen spielen. Ah, auf Kampf. Aktuell. Ja. So, aber mir ist wirklich, schöne Medaille, ich habe noch nie Randomizer gemacht, ich stelle es mir lustig vor. Es ist wirklich lustig, ja. Ja, wir werden es weiter durchzucken. Ups, jetzt hat es mir da irgendwie rausgehauen. So, und jetzt gehen wir bis raus. Jetzt gehen wir Leonia nun, ne? Genau, und jetzt dann gehen wir machen wir den Stream aus. Genau. Auf welcher Plattform spielst du? Da das ja eine Mod ist es PC. Seamless Core Mod gibt es nicht für PlayStation oder für irgendwas anderes. Ja, das wäre cool, gell, wenn es so Mods für PlayStation-Konsole gibt, aber... Ja. Hast du gehört, Lords of the Fallen, das beste Souls-like aller Zeiten, hat jetzt einen eingebauten Randomizer gekriegt für PlayStation 5. Ja, habe ich gelesen, ja. Aber es ist schon auch so, wenn man spielt, ein Randomizer, insofern. Das Spiel ist so random. Ja, wirklich. Das ist echt voll so, ja. Aber du musst unbedingt No Rest for the Wicked spielen. Das wird dir gut gefallen. Ja, ich weiß. Ich muss unbedingt zocken. Hä? Aber es ist ja auch noch Early Access, also das muss man ja nicht jetzt sofort zocken. Ist das Spiel komplett fertig oder nee, ist nee, das nee, nur noch so? Lange nicht. Nee, das ist gar nicht fertig, das Game. Nee, das ist nicht fertig. Da fehlt noch richtig viel. Da fehlt zum Beispiel der ganze Multiplayer-Part fehlt noch. Der einen großen Aspekt einnehmen wird. Boah, es schaut schon richtig geil aus da heraus. Es ist schon... Das ist auch also so ein Leonia, Magic Moment. Absoluter Magic Moment. Ich hasse zwar Leonia so, vom Gameplay her, weil die Bosse und so,
Aber so optisch ist halt wirklich ein Wahnsinn, gell, so. Das ist halt so ein bisschen bei Breath of the Wild von Zelda, nicht geklaut, aber so auch, hat er ja gesagt, ne, das ist ja auch, glaube ich, dieser Shot hier, den kennt man ja, den ich jetzt hier gerade mache. Und das ist halt so geil, wenn du halt rauskommst, ne? Im Prinzip ist man so mehr oder weniger aus dem, nicht Tutorial-Gebiet, aber Anfangsgebiet halt, ne? Und dann erstreckt sich hier so die gesamte Welt von Elden Ring. Das ist so krass. Und du kannst so jeden fucking Ort besuchen. Ey. Das und ist so crazy. Und du siehst so viele krasse Sachen im Hintergrund und denkst dir, oh, was da wohl ist. Und dann sieht man da so ganz hinten rechts, sieht man, oh, das geht da noch so hoch. Und was ist da bei dem Baum? Da ist ja auch noch was und so. Es ist so crazy. Es ist so geil gemacht. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist einer der schönsten Aussichtspunkte so vom gesamten Game, finde ich da. Hm. Echt nice. Ich kann mich auch einfach nicht satt sehen daran irgendwie. Na. Und das Geile ist, trotzdem kennt man, also es ist ja, es gibt so Open-World-Spiele, da sieht alles gleich aus und du weißt nicht, wo was ist und so, aber hier weiß man exakt, also man könnte dich jetzt irgendwo rauslassen und du wüsstest genau, ach, hier bin ich, ja, alles klar. So, ne? Also du hast komplett Orientierung. Das finde ich halt das auch so geil. Das hat sich in Dark Souls 3 hat's das nur ein paar Mal gegeben, dass du ab und zu mal so bei einem Aussichtspunkt warst, wo du wirklich zum Beispiel zur Kathedrale gesehen hast dann und so. Ne? Und in Elden Ring ist gefühlt, selbst wenn du das Spiel beginnst, ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, vorm Tutorial-Boss siehst du einfach in der Ferne schon Sturmschleier. Ne? Das ist so geil, weil du halt wirklich überall, jederzeit, wo du hinschaust, kannst du das auch bereisen und das fände ich jetzt so grandios, ja. Ja, absolut. Guck mal, was für ein schönes Schlussbild hier das ist, oder? Das ist ein super Schlussbild für heute. Okay, Wallpaper. Dann würde ich sagen, wir werden das bekannt geben, wir werden uns da zusammenschreiben, wann wir weitermachen, oder? Ich schätze mal Sonntag, lass uns mal den Sonntag los ins Auge fassen, aber so finale Bestätigung geben wir noch raus. Passt. Es hat riesen Spaß gemacht, Jack. Auf jeden Fall, ja, Eddie, auf jeden. Und ich hoffe, dir hat es auch in deiner Community jetzt auch Spaß gemacht. Und, ja, safe. Ich hoffe, dein auch, Eddie, ja. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich Sonntag wieder. Wir sehen uns dann. Ich wünsche jedem eine gute Nacht. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Tschüss, Jack. Tschüss, Jack-Zuschauer. Ciao.